Okay, und da sind wir wieder bei Rise of the Tomb Raider, nein, Shadow of the Tomb Raider, nicht mehr Rise of the Tomb Raider. Genau, wir hatten den Flugzeugabsturz überlebt und sind jetzt hier im Dschungel gestrandet. Holz, das wir mitnehmen können. Ein Teil des Flugzeugs ist hier gelandet. Mhm. Meine Sachen sind in der Fracht. Ich muss sie losschneiden. Sehr schön. Ist giftig, Frosch, das weiß ich. In dem Teil des Wracks könnten scharfe Metallteile sein. Ja, ist gut jetzt. Ich brauche Werkzeug, um das zu öffnen. Ach, da hat man wieder nichts dabei. Oh Gott, bin ich erschrocken, als das Schweinchen da rausgelaufen ist. Was zum Durchschneiden. Ach, da hinten ist das Flugzeugwrack. Da soll ich hin. Und tschüss. Flug, das ist tiefer als erwartet. Jetzt aber nicht auf die blöde, doch du kommst auf die blöde Idee. Alles klar. Na, schon wieder eine Moräne. Ach, auf einmal sind da übel viele Affen an meinen Sachen. Gut, aber es ist stumpf. Ich muss es irgendwie schärfen. Ach, Leute. So. Kein Questmarker. Irgendwo machen, oder? Ah, okay. Ich muss es irgendwo... Das ist nützlich. Ah, okay. Ich brauche mehr. Jetzt muss ich das Bergungsgut sammeln. Alles klar, verstanden. Da oben war noch was drauf. Oink, oink. Wow. Sehr schön, Lara. Beim ersten Mal, dass so clean funktioniert und jetzt sowas. Ich bin enttäuscht von dir. Jetzt haben wir's. Okay. Genau, was ich gesucht habe. Nur ein bisschen zu wenig. Da ist was. Ach, komm hier nämlich hoch, weil ich habe ja meine Kletterausrüstung nicht. Ich habe alles, was ich brauche. Jetzt zurück ins Lager. Wusste ich doch, dass da noch was steht. Das hiermit schon machen? Nein, okay. Aber das ist kein gutes Zeichen, dass es dann auch angepresstes Vieh rumlungert. Meiner Meinung. Ich meine, unterm Strich hoffe ich, dass sich das nicht bestätigen wird. Aber... Yeah, I don't know. Ohne Bogen wird das nix, ne? So, warte mal, wo ist das Lager? Da hinten ist das Lager. Was möchte ich denn vorne? Ja.
Herausforderungsgrad. Ach so, hier. Ah ja. Good to know, muss ich mir merken. Oink, oink. Inventorino. Messer. Wieso ich das Messer herstellen möchte? Yes, Sir, möchte ich. Dankeschön. Das müsste scharf genug sein. Na dann. Mit F. Irgendwas hält die Vorräte noch. Ja, Lara, wir waren doch sogar schon da. Ach du Nulpe, ey. Manchmal denke ich auch die Frau... Was? Oh. Ah, ich kann auch von hier aus dann. Okay, gut. Macht's natürlich einfacher, dann brauche ich nicht extra rumlaufen. Ja, meine Ausrüstung, endlich. Wieso noch habe ich das dumme Gefühl? Sobald ich die Ausrüstung habe, irgendein Gegner kommt. Bogen und Funkgerät. Warum habe ich nicht alles zusammengepackt? Miss Croft? Jemand da? Kommen! Miguel! Wo bist du? Verdammt! Okay, wir haben jetzt Pfeil und Bogen. Ausdauerglas. Da oben war gerade ein Schiff. Da oben. Da ist was zum Buddeln. Eine Krypta. So, erstmal dürfen wir hier ein bisschen buddeln. Hallo. Cusco gehört Hernando Pizarro, dem rechtmäßigen Vertreter der spanischen Krone. Diego de Almagro wurde gefangen genommen, Rodrigo Orgones ist tot und der Rest ihrer ketzerischen Truppen wurde in die Flucht geschlagen. Okay. Wir hatten die Berge überquert und die Küste außerhalb Cuscos erreicht. Orgones stellte sich uns in Cachupampa, einer schlechten Wahl für seine Kavallerie. Seine Falkonette brachten zwar Gonzalos Infanterieangriff ins Stocken, aber der Sumpfboden verhinderte, dass seine erfahrenen Reiter daraus einen echten Vorteil ziehen konnten. Unsere königlichen Arkebusiere überquerten den Fluss und entfesselten ihr Höllenfeuer gegen unsere Feinde. Pizarro und Orgones führten ihre jeweilige Kavallerie selbst ins Feld. Unter dem Gebrüll sämtlicher Männer bildeten sich zwei anstürmende Kolonnen, die in vollem Galopp aufeinandertrafen. So etwas hatte ich noch nie zuvor gesehen. Orgones wurde im Chaos der Schlacht getroffen, vom Pferd geworfen und getötet. Der Feigling Almagro zog sich angeblich auf einem Esel vom Schlachtfeld zurück. Wie passend. Mhm. Ein Auszug aus Alonso Luis Tagebuch. Hm. Naja. Offiziell kann ich schon Feuerpfeile besitzen. Achso, ich muss hier ein bisschen durch. Der Treppweiher und so. Was soll das? Nicht so witzig. Vorsichtig! Vorsichtig! Also, auch hier gibt es Fallen. Schön. Das ist wahrscheinlich die andere Seite, da werden wir nachher wieder rauskommen, gehe ich mal von aus. Wohin das wohl führt?
Erstmal ist wichtig, dass wir hier nicht in irgendeine Falle reinladen. Ja, genau, und sowas zum Beispiel. Ja. Checks Tagebuch. 30. Mai. Heute Morgen haben wir die ausgebleichten Knochen des Dead Horse Camps hinter uns gelassen und unerforschtes Terrain betreten. Wie es scheint, hat sich das Blatt gegen Rawley gewendet. Sein bandagiertes Bein macht ihm zu schaffen, weshalb er meist das Ende unserer Gruppe bildet. Wenn Vater es bemerkt, verlangsamt er das Tempo und dreht sich um, um uns beiden ein aufmunterndes Lächeln zu schenken. Und doch kann seine vorgebliche Ruhe seine Ungeduld nicht verbergen. Er stürmt jedes Mal voraus, wenn wir uns einer Kurve, einer Anhöhe oder einem Flussufer nähern. Die Storys sind tatsächlich mal sehr, sehr spannend. Das nehmen wir mit. Da ist auch noch heraus, denke ich. Ups. Oder? Ich gehe mal davon aus, sie geht später zurück. Oh, Scheiße! Ja, na gut. Okay. Na denn. Vorsichtig. Vorsichtig. Hier ist das Aufspüren von Fallen tatsächlich sogar nochmal sinnvoller als bei dem. Bei den anderen Teilen. Hier war gleich irgendwo eine Trapwire. Wohin das wohl führt? Da. So, da war da noch was. Hab ich da irgendwas übersehen gehabt? Ja, nee. Ja, gut, okay, man kann es sehen, wenn man es vorher weiß. Ist okay. Das hier bricht auch ein, aber ich glaube. Das ist gewollt, genau. Was haben wir denn hier? Einen Sarg. Abenteurerstiefel, Neuausrüstung erhalten. Outfit-Herstellung eigener Armhütsgewehr. Gameplay-Vorteile wegen Gartenfallen. Okay. Also wie in dem anderen Tomb Raider auch. Hast du special Klamotten an, bist du special. Kann ich nicht, weil mir die Kletterausrüstung fehlt. Das muss der Weg nach oben sein. Und ab. Und auf geht's, Lara. Müssen wir auch mit C hier ablassen. Hier gehst du jetzt alleine drunter, das ist doch wieder so ein Witz. Ja, okay, jetzt komme ich nicht da raus. Scheiße! Das war lucky. Ein bisschen schlammig. Halt aber die ganze Zeit immer nach unten, ob da irgendwo irgendwas ist. So, und wieder raus. Genau, erst wahrscheinlich den Hintern fassen. Die Armleiche. Ach, Lara. Ah ja, jetzt machst du es wieder. Ach, das ist manchmal macht sie das automatisch, manchmal nicht. Bist du tot? Schweinchen ist nicht tot, warum nicht?
Zweite Pelle war nicht getroffen. Und wenn doch, wo ist es hin? Verarsch mich doch nicht so. Okay, ich kann von hier aus nicht. Okay, na gut. Oh, da liegt noch Scrap. Give me the Scrap. Ist einfach nur hier reingelaufen. Ich meine, irgendwo. Ah! Du eventuell. Oh. Halt, stopp. Gibt's noch ein bisschen Haut und Blut anscheinend. Ach, hier komme ich nicht rein, weil ich nicht machen kann auf. Die Ausrüstung für. Och, Menno. Na gut, dann eben nicht. Headshots. Kann ich denn... Warte mal. Ah ja, ich kann, hab sowohl einen Fertigkeitspunkt als auch... Okay. Doch hier auch irgendwo noch fallen. Irgendwo konnte man noch lernen, dass man auch Fallen sieht, oder? Seltene Tiere zu finden. Ohne Tiere überleben Herz. Ah, dafür brauche ich schon zwei Fähigkeitspunkte. Holy shit, okay. Das habe ich schon. Ja. Yes, Grab. Ja, Tiere, Käfermesser, bla bla. Sie fallen nie, wenn sie nach Kanten greifen. Na, dann nehmen wir das doch noch mit. Das hört sich doch erstmal gut an. So, Inventory. Jawohl, ja, was zum. Okay. Upgrades herstellen, Waffen-Upgrades benötigen, Waffenteile, da, 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 da. Ja, das kennen wir schon aus dem anderen Teil. Warum sollten wir nicht den nehmen? Der ist in allem besser. Na gut. Ja gut, okay. Regeneration, Tierressourcen. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Nein. erhöht die Munitionsmenge, die unterwegs hergestellt wird. Die ATP von einem lautlosen Kill. Oh Gott. Das heißt, Regeneration wird zusätzliches Haut und Fett von. Ja, dann ist das Fett, was man da bekommt, okay. Gewehr, zusätzliche Pflanzenmineralherstellung. Okay, nein, das ist das Standard, glaube ich, ne? Hab ich hier noch was? Oh Gott, ja. Oh Gott. Das ist das Standardding, denke ich. Ah. Man kann in dem Dings dann auch noch. Oh Gott, okay. Mhm. Okay. I see, I get it. Gut, Schnellreise können wir noch nicht machen, logisch. Okay.
hier noch irgendwas ist. Und man kann sich oben durch die Lüfte hangeln, weil theoretisch kann man hier ja auch noch kanten. Ah. Hier ist noch was zum Buddeln. Na, zum Glück bin ich nochmal zurückgekommen. Habe ich auch ein paar größere Tierfälle dabei. Ich hätte noch wieder hoch, wenn ich da jetzt runtergehe. Ja. Okay. Jacks Tagebuch 6. 9. August. Ich lasse diese Seite hier zurück, um jegliche Fragen zu klären, falls mich auf dieser Suche dasselbe Schicksal ereilt wie die restlichen Mitglieder meiner Gruppe. Mein Name ist Jack Fawcett. Ich bin am 20. April 1925 mit meinem Vater Percival Harrison Fawcett und meinem besten und ältesten Freund Raleigh Rimmel in Chuyaba, Mato Grosso aufgebrochen, um nach Zed zu suchen. Ich bin als einziger von uns noch am Leben. Mein Vater fiel 2 wilden Dschungelkatzen zum Opfer. Raleigh starb durch unsere Sorglosigkeit. Ich selbst bin am Ende meiner Kräfte, weigere mich aber aufzugeben. Mein Vater war überzeugt, dass wir ganz in der Nähe von Zed sind und ich teile seine Einschätzung. Also lasse ich 2 Gräber zurück und gehe weiter nach Westen, in der Hoffnung, nicht in mein eigenes Verderben zu laufen. Tja. Das sind wohl dann deine Überreste, wa? Oder sind das ihre Überreste? Na, guck mal, hier ist nochmal ein Tierkadaver. Können wir nochmal ausnehmen. Gut. Das bewegte sich gerade sehr, sehr komisch. Kann ich abschießen? Wie viele? 4. Oh, das sind Nester. Okay, schon tut es mir ein bisschen leid, dass ich die abschieße. Aber noch ein bisschen. Bonus-XP. Noch 2 Stück müssen hier irgendwo sein. Okay, das war jetzt One-Shot. Ja, nee, nicht das. Das da. Danke. Nesta. Was bist du denn? Eine Baumbucherung gehe ich machen aus. Durchs Wasser laufen. Ja, das Herausforderungskap können wir noch nicht machen, leider. Und hier noch irgendwo so ein Sack vom Baum. Ich hatte ich schon ausgenommen, ne? Ja, das ist die erste. Ah, ja. Diese Affen machen mir tatsächlich ein bisschen Angst, bin ich ehrlich. Ich weiß, dass in den alten Tomb Raidern war das so, dass sich auch die Affen angegriffen haben zum Teil. Ah. Da haben wir's. Es tut mir echt leid. Wie jetzt? Achso. Mach halt da nicht. Pfeile herstellen. Upsala. Na dann. Jo, entspannen Sie sich bitte. Oh Gott. Da runterfallen ist bestimmt eine gute Idee. Was für unterschiedliche Gräser gibt es bitte? Miguel! Das gefällt mir gar nicht. Nope. Miguel? Wo bist du? Oh nein. Miguel? Miguel? Gibt halt nicht so viele Alternativen, ne? Entweder Menschen oder Raubtiere.